Moin, ich bin der Jules und schön, dass ihr wieder zu einem neuen Video dabei seid rund um TBC Classic. Heute wollen wir uns mal angucken, wie dein perfekter Start nach TBC Classic aussehen sollte. Bollwerk grinden, doch Blutkessel oder vielleicht doch Questen? Mal schauen. Auf jeden Fall bleibt bis zum Ende dran, denn zum Ende des Videos gibt es noch einen kleinen Geheimtipp, wie ihr euch 750 Ruf bei der Ehrenfeste sichert, die ganz viele ganz oft liegen lassen. Nun aber zurück zur Ausgangsfrage. Wie starten wir denn optimal? Naja, Blizzard, es war schon damals keine schlaue Idee, beide Fraktionen in das gleiche Questgebiet zu schicken. Deshalb Questen wird größtenteils flachfallen. Selbst mit den Layers ist zu erwarten, dass 50 bis 100 Spieler pro Fraktion jeweils mit denselben Quests starten werden und es wird ein absolutes Zergfest, wer die Kills bekommt. Dementsprechend bleibt eigentlich nur Dungeon Grinden und das bietet auch gleich einen weiteren Vorteil. Denn in TBC Classic werden Ruffraktionen deutlich wichtiger nochmal sein als in Classic. Das liegt daran, dass sobald man Stufe 70 ist, wird man mit Sicherheit gerne in die heroischen Dungeons rennen und diese abfarmen für das gute epische Gear, aber auch für die Badges, also die Marken, die ihr dann in Shadrath eintauschen könnt für viele Best-in-Slot-Items in Phase 1. Um allerdings Zugriff zu den heroischen Dungeons zu bekommen, benötigt ihr den jeweiligen Schlüssel für dieses Dungeon-Areal. Den erhaltet ihr bei der jeweils zugehörigen Ruffraktion ab dem Ruf respektvoll. Der Trick dabei ist jetzt, dass die normalen Dungeons, also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, bis einschließlich wohlwollend Ruf geben. Wenn man also während der Levelphase zunächst die Dungeons grindet, um Wohlwollen zu erreichen und dann erst die Quests in dem jeweiligen Gebiet abschließt, hat man eine große Chance, bereits mit Stufe 70 oder beim Questen respektvoll zu erreichen, sodass ihr dann sofort, sobald ihr 70 seid, auch in die heroischen Dungeons starten könnt und nicht erst nochmal die Stufe 70 Normal Mode Dungeons grinden müsst. Okay, Dungeons, check. Aber dann ist die Frage, welche nehmen wir denn dann? Bollwerk oder Blutkessel? Schließlich stehen ja zwei zur Auswahl in der Höllenfeuer-Zitadelle. Viele Guides im Internet empfehlen, Blutkessel zu machen, weil es mehr Ruf gibt und mehr Erfahrung pro Run. Ich würde dem vehement widersprechen, aber ich habe einfach mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten für euch. Dafür habe ich mir einen 2.4.3 Spielclient gesucht, 3-4 Freunde zusammengesammelt und wir sind einfach mal mit Stufe 60 Charakteren jeweils ein paar Runden durch Bollwerk und Blutkessel gelaufen, um ein paar Zahlen zu bekommen. Grundsätzlich, das Bollwerk hat rund 25 Trashpacks, zusätzlich dazu 3 Bosse und ergibt für einen ganzen Run bei einer 5-Mann-Gruppe ungefähr 40.000 Erfahrung und 600 Rufpunkte bei der Ehrenfeste. Ein Run wird ungefähr 20 Minuten dauern, wenn ihr in einer gut organisierten Fünfergruppe mit gutem Classic Gear, sprich BWL aufwärts, unterwegs seid. Wahrscheinlich können es richtig starke Gruppen auch in 15 Minuten schaffen und Random Gruppen sollten sich eher so auf 30 Minuten bis 40 Minuten einstellen. Wie sieht es beim Blutkessel aus? Ja, Blutkessel ist deutlich länger, hat ungefähr 40 Trashpacks, allerdings auch 3 Bosse dazu, gibt über den gesamten Run knapp 50.000 Erfahrung und 750 Ruf. Allerdings dauert der Blutkessel deutlich länger. Ihr solltet davon ausgehen, dass ihr in einer gut organisierten Fünfergruppe knapp eine halbe Stunde braucht. Die starken Gruppen schaffen es vielleicht in 20 Minuten, aber eher einen Ticken länger. Und Random-Gruppen sollten sich auf eine gute Dreiviertelstunde bis eine Stunde einstellen. Zusätzlich dazu ist es auch einfach so, dass die Mobs im Blutkessel deutlich größeres Potenzial dafür bieten, dass die Gruppe wipen könnte. Einfach weil es gibt mehr Caster-Packs, die Pulls sind nicht so sauber, die Trash-Mobs mit den Bomben können leicht mal irgendwas auslösen und mal wen sterben lassen. Es ist einfach riskanter, Blutkessel zu gehen. Dementsprechend würde ich für jeden empfehlen, Bollwerk zu laufen, denn selbst wenn ihr eine gute Gruppe seid, werdet ihr nicht an den Lockout kommen, sollte es denn überhaupt noch einen Lockout geben und ihr habt auch eine höhere Erfahrung bzw. Ruf pro Stunde Quote im Bollwerk. Aber wie lange wird man das Ganze denn laufen müssen? Naja, hier wird es so ein bisschen Ernüchterung geben, denn man braucht gut eine halbe Million EXP von Stufe 60 auf Stufe 61. Das bedeutet, wenn man Bollwerk läuft, was schon die effizientere Instanz ist und man
20 Minuten für einen Run braucht, wird man trotzdem gut 12 Runs brauchen für ein Level-Up, was 4 Stunden Bollwerk-Grinden entsprechen würde. Man kann sich also darauf einstellen, erstmal die erste Startnacht ordentlich Dungeons zu grinden, wenn man denn optimal starten möchte. Sobald ihr denn dann wohlwollend erreicht habt, habt ihr die Möglichkeit, auf der Höllenfeuer-Halbinsel zu questen, um einfach weiter euren Ruf zu pushen bis respektvoll oder gegebenenfalls dann die Dungeon-Quests nochmal zu machen im Bollwerk und im Blutkessel. Ihr habt natürlich auch mit 61 dann schon die Möglichkeit, direkt in die Zangamarschen zu reisen, zum Echsenkessel, um dort den Dungeon-Grind, weil er so viel Spaß gemacht hat, einfach in den Sklavenunterkünften und im tiefen Sumpf nochmal zu machen. Das könnt ihr allerdings auch erst mit Stufe 62 oder 63 starten, wenn ihr das möchtet. Das macht die Dungeons dort etwas angenehmer. Genau, wie versprochen zum Ende noch ein kleiner Geheimtipp, wie ihr nochmal 750 Ruf extra bei der Ehrenfeste sammelt. Und zwar der Trick ist, wenn ihr aus Azeroth kommend in die Scherbenwelt startet, bekommt ihr eine Quest, die euch durch das Portal schickt. Auf der anderen Seite müsst ihr dann nur einen NPC ansprechen, der schickt euch zum Greifenmeister. Und daraufhin kriegt ihr eine Quest vom Greifenmeister, die euch zur Ehrenfeste fliegen lässt. Wenn ihr diese Quest nicht abschließt, sondern einfach so zur Ehrenfeste fliegt, beziehungsweise einfach direkt aufmountet und schon zu den Dungeons lauft, dann spart ihr 750 Ruf. Denn diese drei Quests, auch wenn man nur jeweils ungefähr 50 Meter für sie laufen muss, geben zusammen 750 Ruf bei der Ehrenfeste. Ja, dementsprechend gebt die Quest auf der anderen Seite nicht ab, sondern macht es erst, wenn ihr bereits wohlwollend mit den Dungeons erreicht habt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert doch bitte den Kanal, um mich zu unterstützen. Hier kommen viele weitere Videos rund um TBC Classic in den kommenden Wochen. Lasst mir ein Like da. Wie ist eure Einstellung? Habt ihr Lust, diesen Dungeon Grind zu machen oder wollt ihr doch lieber questen? Was ist euer Plan? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Bis dann!